In einem Experiment aßen Schaumburg und seine Kollegen verschiedene Gerichte in China-Restaurants. Schnell engten sie den Kreis der Verdächtigen auf Pekingsuppe und Wontonsuppe ein. Auch ein Filtrat der Wontonsuppe verursachte Beschwerden. Die Zutatenliste lenkte dann den Verdacht auf Glutamat. Schaumburg veröffentlichte daraufhin einen Bericht, in dem er klar feststellte, Glutamat ist die Ursache des China-Restaurant-Syndroms und kann Kopfschmerzen verursachen. Das Thema. Das British Medical Journal berichtete über Glutamat, obschon es in Großbritannien nicht einen einzigen Fall des China-Restaurant-Syndroms gegeben hatte. Auch Publikumszeitschriften beschrieben die seltsamen Beschwerden nach Wantan und Co. Glutamat stand unter Generalverdacht. Nicht nur Herzrasen und Kribbeln sollte es auslösen, auch für Bauchkrämpfe, Durchfall, Depressionen, sogar für Hirnschäden sollte Glutamat verantwortlich sein. Das China-Restaurant-Syndrom als neue Nahrungsmittelunverträglichkeit war geboren. China-Restaurants wurden gemieden. Statt 8 Kostbarkeiten genoss man lieber Pizza der Jahreszeit. Dabei ist Glutamat eigentlich nur eine Aminosäure, die spezielle Geschmacksrezeptoren anregt.